des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten, sie zu schützen, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Ist nicht die Würde auch höchste Verpflichtung eines jeden Menschen selbst? Lässt sich vom Staat die Wahrung der Würde erwarten? Jeden Tag verletzt der humane Ordnung Wahrheitsempfinden, des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten, sie zu schützen, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Ist nicht die Würde auch höchste Verpflichtung eines jeden Menschen selbst? Ich kann mich nicht mehr auf den Staat verlassen. Ist verloren mit seinen Bedürfnissen der Kultur, Ästhetik und Seele. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten, sie zu schützen, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, ist nicht die Würde auch höchste Verpflichtung eines jeden Menschen selbst. Ich brauche heute mehr Führung im Selbst. Selbstbestimmung, Selbstverantwortung. Und ich brauche auch geistiges Leben, praktische Wahre Spiritualität. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten, sie zu schützen, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.